Dübendorf, Heimat der Tante Ju und ihrer Schwester. Einmal im Jahr aber ist Dübendorf auch Heimat eines großen Teils des Fahrzeugparks von Swiss Ski. Die Athletinnen und Athleten des Schweizer Skiverbandes erhalten in einem Hangar auf dem Flugplatz das Material, welches ihnen helfen soll, einen möglichst erfolgreichen Skiwinter hinter sich bringen zu können. Für den 31-jährigen Marberto gehört dieser Abgabetag in Dübendorf bereits zur Routine. Einschreiben, das rote Kärtchen ausgehändigt bekommen und dann geht es los auf die Einkaufstour bei den diversen Ständen mit den Materialien, die so sehr benötigt werden. Das für die Fahrerinnen und Fahrer vorbereitete Material ist zwar mit dem Namen angeschrieben, dennoch macht es sicherlich Sinn, die Kleider kurz mal anzuprobieren. Und wenn alles passt, geht es weiter. Es warten noch Helme, Skibrillen oder Handschuhe, die abgeholt werden wollen. Marberto, ihr bekommt ganz viel Material hier. Es ist fast wie in einem Schlaraffenland, sieht es aus. Wie ist das privat, wenn ihr Kleider müsst haben? Geht ihr gerne shoppen oder seid ihr eher einer, der das nicht so liebt? Ja, also früher habe ich es lieber gemacht. Mittlerweile nein, gehe ich nicht mehr so gerne in die Läden. Und schick auch mal die Freundin, die das macht. Und jetzt hier, was müsst ihr unbedingt haben? Ohne was geht ihr garantiert nicht hier aus Dübendorf? Ja, ich denke, mit einem warmen Anzug für den Winter. Ich denke, das ist wichtig. Also Händchen, Helm und so, seid ihr schon ausgerüstet oder kommt das auch noch dazu? Nein, die Händchen muss ich natürlich auch noch holen. Helm habe ich. Gut, dann lassen wir euch springen. Merci. Ja, ja. Ein kurzes Fachgespräch mit dem Cheftrainer und weiter geht's für Marberto. Beim ersten Posten in der Halle hatte er seine alten Rennanzüge abgegeben. Jetzt, für den neuen Winter, gibt es neue Rennbekleidung und auch die will geprüft und überprüft werden. Alles scheint zu passen und Marberto kann einpacken. Der derzeit verletzte Bündner hofft natürlich darauf, dass er das neu gefasste Material baldmöglichst bei einem Ernstkampf einsetzen kann. Beim allerletzten Wühltisch gibt es dann noch die so dringend benötigten Handschuhe. Auch hier scheint alles zur Zufriedenheit von Marberto zu sein. Ein letztes Erinnerungsfoto mit dem neuen Material. Dann gelten die Gedanken den neuen Höhenflügen in der Saison 2015-2016.